es gibt dir halt wie so einen Kick, wenn du fährst. So Adrenalin und alles. Und es macht mir auch unheimlich Spass, so auf dem Velo sein und frei rumfahren. Ich bin der Matteo Züst, ich komme von Prättigau, von Kübelisch. Und ich fahre Velo schon seit 3 Jahren. Also so meine Stärken sind auf jeden Fall so in der Luft, also mit den Sprüngen. Und meine Schwächen sind mehr so, wenn es wirklich so recht technisch wird oder auch zum Teil so steil. Dann habe ich zum Teil noch so meine Probleme mit Ausrutschen. Ja, also ich bin glaub, komplett falsch gefahren. Ich bin anders gefahren als ein Velo. Da hatte ich auch noch einen kleinen Ausrutscher im Hinterrad. Beim letzten Rennen, wo du warst, hast du einen Trackwalk gemacht? Bist du einmal ablaufen? Nein. Am besten tut man so eine Sektion von unten nach oben schaffen. Das heisst, wichtig ist ja, dass du den Ausgang möglichst schnell hast. Das heisst, es nützt nichts, wenn du da oben ganz schnell bist, dann da rein, in der Mitte machst du irgendetwas und dann am Schluss hast du kein Tempo mehr und bist langsam. Man sieht halt mehr, man kann auch mehr anschauen. Im Fahren ist es natürlich schon immer so, ja, dass du immer fährst und dann kannst du nicht um die Umgebung schauen oder wo noch schneller wärst. Darum glaubst du, dass du das noch mitmachen kannst. Das Leben, es fängt schon an, dass du oben nicht die gerade Linie gehabt hast. Man sieht es hier gerade auf dem Video. Jeder hat einen anderen Geschmack auch, einen anderen Fahrstil. Das heisst, wenn jetzt zum Beispiel eine Linie für dich funktioniert, kann das sein, dass das für mich nichts ist. Weil ich andere Skills habe, ein anderes Tempo, ein anderes Material, was auch immer. Besser, aber jetzt bin ich auch wieder so einer gerutscht unten, ja. Weil halt bei der Wurzel kannst du halt fast nichts machen. Nein. Dann musst du einfach führen lassen. Mhm. Ja, also jetzt auf jeden Fall dranbleiben und immer mehr, also immer besser fahren. Dass ich dann auch für das nächste Rennen gerüstet bin.